Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Big. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Sims 3 EP Legacy Challenge. Und heute nicht nur mit mir. Genau. Ja, die Elena und ich, wir haben nämlich gerade zusammen aufgenommen. Gerade ist schon etwas länger her. Ja, weil wir haben nämlich schon aufgenommen, aber ich habe vergessen aufzunehmen. Also, der halbe Tag ist schon gelaufen. Ja, wir sind gerade dabei, einen kleinen Ausflug zu machen. Und ich glaube, ich muss noch mal ganz kurz, ich sehe euch gleich wieder, ich muss ganz kurz die Millie bearbeiten, weil ich habe hier schon wieder einen schwarzen Sim herumlaufen. Also schwarz im Sinne von kaputt. Und den reparieren wir mal schnell. Bis gleich. Du Rassist. So, alle schwimmen und alle haben was an, außer unser kleiner Gap. Der angelt nämlich. Und guck mal, wer ist das? Der Elliot Deller findet Beatrice. Eine Massenkarambolage. Tja, die Millie hat gewonnen, würde ich sagen. Millie, auftauchen. Ja, wie sie sich freut. Yay, ich hab's geschafft. Oh, oh, oh. Genau, also Emilio fehlt übrigens, weil der arbeitet. Das sage ich jetzt einfach nochmal dazu. Genau. Ja, der ist nicht da. Und ansonsten sind aber alle da. Jetzt gucken wir mal, ob die irgendwas miteinander spielen können. Warte, nehmen wir mal ihn und er soll mit ihr spielen. Nein, kann man nicht. Das müssen die selbst entscheiden. Das finde ich ja doof. Wasser untersuchen. Dann ach so, warte, er kann nicht, weil er schwimmt ja gar nicht. Du kannst aber mit ihr spielen. Nee. Doch. Atem anhalten. Nee, doch. Doch, natürlich geht das. Ach so, Wasseruntersuchen ist das Angelzeugs. Ich glaube, da Andreas ist da. Ich werde mit meinem Let's Play nicht fertig. Die Beatrice hat keinen Bock mehr. Und die... Warte, da müssen wir hingucken. Hey. Ja, warte, aber die hat gerade ihr Gesicht so verzogen. Aber jetzt macht sie es nicht mehr. Jetzt quatscht sie mit der Beatrice. Aber die saß die ganze Zeit so richtig so... Lang nicht mehr gesehen. Was machst du außerhalb der Klasse? Nein, Spaß. Für alle, die sich wundern, warum ich hier bin, ich habe Langeweile und ja. Also ich rede auch heute nicht so viel, von daher bin ich wieder ruhig. Genau, die Elena, die ist einfach nur so aus Spaß heute mal dabei, weil sie sehen wollte, wie es in Sunset Valley so aussieht. Da war sie schon länger nicht mehr. Glaube ich, oder? Ewig nicht mehr. Ja, ich weiß nicht. Ich habe mir irgendwie gedacht, ich habe ja mein Let's Play in Sunset Valley angefangen. Und dann dachte ich mir, als wir das letzte Mal umgezogen sind und Monte Vista zum 50. Mal wieder so herumgespackt hat, dass wir da wieder hinziehen. Ja, Sunset Valley geht halt auch immer. Ist eine schöne Stadt und es funktioniert immer. Ja, definitiv. Sunset Valley ist cool. Aber ich glaube, die ersten fahren gerade nach Hause. Ingolf fährt gerade mit dem Fahrrad nach Hause. Ist dir überhaupt bewusst, dass man hier wirklich angeln kann? Also der hat doch schon... Nee, er hat noch gar nichts geangelt. Ich nehm's zurück. Jetzt? Doch, er hat gerade eben eine wunderbare Elritze gefangen. Aber das ist doch ein Pool. Da kann... Das ist ein Naturerlebnis-Freibad. So wie es bei uns auch geht. Ja, aber dann... Da, aber da ist doch bestimmt Chlor drin. Ja, das ist halt... Deswegen ist die Elritze wunderbar. Genau deshalb. Das ist es. So, ich würde sagen, ich schicke mal alle nach Hause, außer dem Papa, weil der Papa arbeitet immer noch. Jetzt frage ich mich aber gerade, habe ich eigentlich Pflaumen im Garten? Das ist die Frage der aller Fragen. Emilio braucht Pflaumen, steht da. Ach so. Das Fahrrad fährt noch alleine. So, jetzt nicht mehr. Ein Geisterrad. So. Lade doch einfach schneller. Ja, ich bin in letzter Zeit immer ein bisschen genervt von dem Spiel. Limone, Apfel, Pomelo, Pomelo. Also angepflanzt hat er es auf jeden Fall noch nicht. Oh, warte, da ist noch ein kleiner Baum. Hinten sehe ich gerade. Was bist du?
Ah, unbekannte Pflanze. Ja, das hilft mir jetzt viel. So, aber er hat das auch gar nicht. Hat sie noch einen Granatapfel im Inventar? Hä? Auch nicht. Mann, ich habe doch extra Granatäpfel mitgenommen. Naja, so. Also, wir pflanzen ein den Granatapfelbaum. Wir pflanzen ein den Kirschbaum. Wir pflanzen den unbekannten Samen ein. Den machen wir dort. Und den Granatapfel pflanzen wir schon ein. So. Aber er ist ja noch gar nicht da. Er kann das dann gleich machen. Ja. Beatrice. Eigentlich geht es der Beatrice total gut. Und der Andreas macht Krach im Hintergrund. Er grinst die ganze Zeit. Wir die ganze Zeit grinsen, nur weil er Quatsch macht. Weißt du, Anti, ich schaffe ganz viel. Ist deine Hausarbeit fertig? So. Hallo? Psst. Einfach ignorieren. Wie so ein Kind, ey. Andi. So, jetzt habe ich vergessen, was ich machen wollte. Genau, ich wollte auf jeden Fall eine Staffelei kaufen. Und morgen gibt es voll viel Geld. Weil morgen Sonntag ist. Ist heute nicht schon Sonntag? Nee, Samstag. So. Wo ist die Staffelei? Hier. Die stellen wir ihnen da oben hin. Sollen sie da oben herumstaffeln? Oh. Da kann die Ganesha nämlich auch endlich das Malen lernen. Sie ist ja gleich ein großes Bild malen. Wenn schon, denn schon. Er will immer noch angeln oder sein Bett machen. Haben wir irgendwo ein Bett zu machen? Nee, immer noch nicht. Echt unmöglich. Ein Kind, das das Bett machen möchte. Oh, und er hat wieder einen blöden Forumsbeitrag geschrieben. Können wir ja mal gucken, ob irgendjemand anderer schon was Antworten abrufen. Er hat ja früher schon mal was gepostet. Vielleicht gibt es ja da schon irgendwo eine Antwort, aber ich glaube nicht. Ja, die Beatrice singt übrigens schon wieder im Hintergrund. Ich weiß nicht, was sie tut. Ah ja, sie badet. Ich höre es nicht, höre. Ja, ganz leise, weil sie ist im Erdgeschoss, aber ich höre es auf jeden Fall. Da. Könntest du schneller checken, ob dir wer geschrieben hat? Vielleicht haben die langsames Internet. Guck, ja, wie langsam das scrollt. Nein, niemand hat geantwortet. Oh. Er möchte irgendwas mit Millie machen. Gegen Jennifer gewinnen. Nein, das lassen wir mal. Ach, du hast Beatrice die Dings eingeladen. Ich glaube, das haben die Zuschauer gar nicht gesehen, weil du es nicht aufgenommen hast. Ah ja, stimmt. Hat seine Frau. Seine zukünftige Frau haben wir wieder eingeladen. Die soll so oft kommen, wie nur irgendwie möglich. Oh. Teenager lädt einfach eine erwachsene Frau ein. Ja, natürlich. Hey Babe, komm vorbei. Ach so, ja, und sie hatten ein Techtelmechtel und der Emilio wünscht sich, dass ein Kind mit Beatrice bekommt. Das war auch noch, ja. Und wir hatten noch gesagt, dass sie bald alt werden, ne? Also, bald in 6, also warte, was war das? Sie wird in 13 Tagen alt, er in 10, Ferdinand in 6 Tagen und der nächste Geburtstag ist allerdings der Ingolf. In 3 Tagen wird er zum Teenie. Ja, ja gut, die haben ja gerade das Geburtstag gehabt. Genau, die haben noch ein bisschen. So, du kannst mal den Garten pflegen, dann hilfst du deinen Mann ein bisschen. Warum liegt dort Müll herum? Habe ich gerade schon gesehen, aber ich dachte, ich sag mal nichts. Das ist normal in dem Haushalt. Ja, deswegen, ja. Es gibt keine Elena, die immer alles aufräumt. Das wäre jetzt ein Job für mein Sim-Self. Ich wäre jetzt Nee, das ist bei uns völlig normal. Aber das Bild ist auch cool, guck. Das ist schön. Das ist richtig schön. Das kenne ich auch gar nicht gerade. Nee, auch nicht. Voll schön. Aber ich habe keine Replacements drin. Weil wir das vorhin gerade hatten. Ja. Demnach, keine Ahnung, was das ist, aber es sieht gut aus. Schön aus. Ich bin auch gespannt, der könnte nämlich eine Beförderung haben. Mal gucken, ob das was wird. Wird spannend. Ich spule mal ein bisschen. Welches Level hat er denn? Im Malen? 7. Nee, nicht eher. Im Malen. Ach so, im Malen. Wo ist es denn? Hier. Er hat auch schon 7. 7, habe ich ja gesagt. Na gut. ich glaube. Oh, warte. Er hat sein Geld gekriegt und? 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 Nein, ich glaube nicht. Doch, komm. Nein. Nein. Mm-mm.
Boah, Nee. oh, aber der hat doch hart gearbeitet schon, oder? Ja, der hat hart gearbeitet. Oh, Und er hat oh fast eine volle Anzeige, aber er mag, also sein Chef mag ihn noch nicht so sehr. Vielleicht ist das das Problem. Wer ist sein Chef? Oh, Mann. Oh, Clarissa muss Mutter. ich dann auch noch mal. Och, Sogar Clarissa. Oh, Familie. Clarissa, war da doch mal dein Familienmitglied. Guck mal, die Caro ist auch im Unternehmen, die Grace und Clemens Discordia und Leo Bambino. Ja, okay. Die sind Bambino. ungeschminkt. Ja, genau, Leo. Naja, gut, muss er halt heim und er kann jetzt da seine Sachen einsetzen. Was ist denn los? Oh, da ist was vertrocknet. Die Beatrice hat es nicht gut gemacht. Nee, guck mal, da ist was kaputt. Das muss er replanten. Imperfekt. Und da hat er gerade geweint, weil seine Kopfsalat. Ach, Kopfsalat! Ach komm! Na gut, Das ist den gibt's jetzt. noch 500 Der hat so viel geiles Zeug hier Mal. im Das Garten da. und regt sich über den kaputten Kopfsalat aus. So, du darfst aber dann weitermachen. Die Beatrice hat keinen Bock, das für dich hier zu machen. Das ist, wobei doch, die kann das mitmachen. Garten pflegen. Dann könnt ihr das zusammen machen. Geht schneller. Aber warum ist da jetzt kein. Oh, er hat keinen Kopfsalat dabei, scheinbar. Deswegen hat er es nicht. Deswegen hat er geweint. Das war der letzte. Oh. Oh. Glückwunsch, Emilia hat jede einzelne Samenart gesät und somit die Familienherausforderung Meisterpflanzer abgeschlossen. Da lese ich gleich mal nach, was das bedeutet. Was ist ein Meisterpflanzer? Hier, ein Meisterpflanzer muss jede Pflanzensorte sehen, die es im Spiel gibt. Wenn du erst einmal alle Arten erkundet hast, wird bei deinen zukünftigen Pflanzen auch viel weniger Unkraut wachsen. Cool. Gut, einfach jede Pflanze im Spiel hast du schon mal hier Ja, gehabt. scheinbar. Das. Hey, so macht man Herausforderungen, indem man es gar nicht mitkriegt. Ja. So geht das. So, das war die Challenge. Da steht auch, wie oft das geerntet hat. Warte, gucken wir mal bei Kopfsalat. Hier hat er schon 40 Mal geerntet. Da soll er sich nicht so anstellen. Ja, ehrlich. Und Kirschbaum hat ihm scheinbar gefehlt. Den hat er ja jetzt eingepflanzt. Nicht schlecht. Weil da hat er noch 0 Mal geerntet. Aber das heißt, ich müsste irgendwo einen Pflaumenbaum haben oder gehabt haben. Ich wusste auch gerade gar nicht, wo du es gesagt hast, dass man Pflaumen überhaupt im Spiel hat, dass man die auch Ja, kommt kaufen mit Reiseabenteuer dazu. kann. Ja? Ja. Aber dann, warte mal, dann stehen die da vielleicht gar nicht drin, weil ich habe ja gar nicht alle Addons aktiv. Pflaume, 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 Pflaume. Doch, steht drin. Hat er schon 3 Mal geerntet. Vielleicht ist es kaputt gegangen oder so. Oder er hat es im Urlaub. Nee, er muss sie schon mal angebaut haben, weil sonst hätte es ja nicht für den oberen Erfolg gezählt. Oder beim Umziehen oder so Das vielleicht? kann sein. Ja, das kann auf jeden Fall sein. Na gut, die zwei sind beschäftigt. Du meist. Was macht Ingolf? Ingolf Mal spielt. wieder spielen. Ingolf muss auch mal irgendwas Sinnvolles tun. Nein, er baut seine Kreativität aus. Ich will doch nur spielen. Genau. Lass mich in Ruhe. So. Genau. Er zockt und sie So malt. spät noch am Computer. Mensch. Ja, stimmt, das ist schon fast 10. Nee, weißt du was? Du gehst jetzt ins Bett. Morgen kommt vielleicht Besuch. Was hat er denn da für ein Mittel? Andi! Welches denn? Das Rote, was ist das? Das ist, dass das nach Kühlschrank schmeckt. Ach Weil unser Kühlschrank so billig ist, wir müssen uns dann vielleicht mal einen neuen so. Kühlschrank Oh, kaufen. der Arme. So, Ganesha, du gehst noch schnell duschen und dann ins Bett. Den hat die Fedi ausgesucht, Andi. Nein, Gudrun hat verloren. Als wenn Ferdinand besser ist. Das ist doch sein Name gewesen. Nein, Ferdinand ist mein Name. Dein Name? Ja. Ingolf. Ingolf. Ferdinand kommt nämlich. Ich habe mit Andi Nee, warte. früher eben. Ingolf ist auch von mir. Das ist ein Ikea-Stuhl. So. Aber welchen Namen hat der erst denn ausgesucht? Der hat doch auch so einen komischen Namen ausgesucht. Nee, er hat nur für dieses Ziehen, wo die Katzen ausgesucht haben, hat er Ja, ah. beschissen hat sie. Gudrun Ring eingefügt. Ja, stimmt. Aber einen echten Namen hat er noch nicht ausgesucht. Also einer, der wirklich dran kam. Auch wenn er bis heute davon überzeugt ist, dass ich irgendwas rausgeschnitten habe und eigentlich sein Name gezogen wurde. Ich weiß, wo sein Name vorkam. In meinem privaten Spiel, in meinem Dings, unsere Welt. Da habt ihr ein Kind bekommen. Da habe ich dich gefragt, wie ich es nennen soll. Da hat er irgendwie so einen ganz komischen Namen genommen.
In. Nee, nicht Nichtsnutz oder irgendwie sowas. Das kann sein. Das ist ja eine. Oh nein, ich habe vergessen, auf laut loszustellen. Moment. Boah, ich dachte, du sagst, ich habe vergessen aufzunehmen. Nein, ich nehme schon auf. Ich nehme auf. Oh aber ich habe gerade. Oh, Frieda Müller. Nein, keine Verabredung mit Emilio Müller. Vor allem, nein, nicht mit eigenen Schwager. Und nein, was ist es denn? Die Frieda ist die Tante von der Beatrice. So. Hm. Also wieder ein bisschen was anderes. Das ist keine Inzestfamilie. So, die Kinder schlafen schon mal. Er darf, glaube ich, schon noch fertig malen. Doch. Und wie sieht es bei euch aus? Die zwei sind fertig. Oh, wir haben da noch mehr. Warte mal, ich gebe mal ihm alle Sachen, die sie jetzt geerntet hat. Upsi, ich gebe es die ganze Zeit. Ah, scheiße, ich habe es. Ah, Mann. Erst habe ich es die ganze Zeit ihr gegeben und wundere mich. Und dann habe ich dem Buben eins gegeben. So, jetzt müsste aber passen. Genau. So. Hier. Replant. Und dann schauen wir mal, ob du replantest. Und wenn nicht, dann hast du genügend Sachen zum Verkaufen. Doch, da hat er Replant gemacht. Ja. Warum stopft er das jetzt erst da rein? Ah, der hat vorher beide Löcher gegraben und jetzt stopft er dann die Weintraube rein. Naja, okay. Wenn er meint, dass das sinnvoll ist, vielleicht geht das schneller. Und morgen kann er dann direkt verkaufen. Wir machen es wieder so, bis es. Also nee, als erster entfernen wir das ganze Dings raus und dann lagern wir das Beste ein. Und dann kann er morgen dann gleich Dingsen gehen. Weißt du was? Und davon kannst du auch noch eine pflanzen. Ich glaube, die bringen viel Geld, oder? Nee, bringen sie nicht. Na, egal. Du kannst es einfach so machen. Ja. Beatrice, was machst du? Ja, sie schaut sich ihre Steinchensammlung an. Auch das ist eine Beschäftigung, würde ich mal sagen. Sie ist so übrigens treu. Oh, süß. So, und dann, was können wir denn noch machen? Also ich werde jetzt auf jeden Fall noch so lange aufnehmen, bis ich die Tantiemen einmal bekommen habe. Deswegen schreibt sie jetzt einfach nochmal ein Buch. Wir brauchen mehr Geld. Spannend, wie viel die kriegt. Oh, was das Gemälde ist fertig. Das Gemälde ist fertig. Wo ist es? Boah, das sieht voll gut aus. Das sieht schon voll gut aus in der Ecke. Voll cool. Ja was gut, aber ich brauche die Staffelei noch. Ja, klar. Was kostet das, wenn man es verkaufen würde? Es gibt bestimmt voll viel, oder? Warte mal, da muss ich jetzt in. Oder du ziehst es im Inventar, kannst es ja auch sozusagen reinziehen, dann würdest du es auch sehen. Ah, wo steht es? Bin ich schon im Ding? 422. Oh, ich habe gedacht mehr. Ja, ich kann es ja ein bisschen hängen lassen, dann wird es mehr wert. Aber ich freue mich schon so drauf. Das ist ja auch schon das nächste Addon, oder? Also, ich habe ja das nächste Addon, ist ja das. Wie heißt das nicht? Ran an die Arbeit. Ja, genau, Traumkarrieren. Mhm. Und. Oh, Moment. Das? Romantik liegt in der Luft für Babsi, Discordia und Orlando Müller. Ach, die Babsi geht in die Müller-Familie. Oh. Haben die das mitbekommen vorhin, dass sie Feli... Nee, ich glaube nicht. Also Feli hat sich... In wem hat sie sich denn verliebt? In den Bruder von stimmt, in Benjamin Müller. Genau. In Benjamin Müller, in den Zwillingsbruder von der Beatrice. Und die Feli und die sind, und der sind zusammengezogen. Ja. Ui. Nochmal ein... Das ist der Kamasimtra-Mod. Ah. Da kriegen sie ja einen Fertigkeitspunkt in Wie cool. Da kannst du professioneller Wuhuer werden. Ui. Das klingt aber edel. Ja, stimmt. Das klingt sehr gut eigentlich. Eigentlich schon. So, bevor sie jetzt schlafen gehen, gibt es noch einmal ein Techtelmechtel. Die Beatrice, die darf dann auch gleich aufhören zu schreiben. Wir speichern schnell, ja. Und ich denke mal, wir sehen uns dann gleich, wenn wieder alle aufstehen. Bis zu den Tantiemen spielen wir noch. Gute Nacht. Der Ingolf. Aber wie viel Uhr haben wir denn? Nee, eigentlich nicht. Doch, jetzt. 4.14 Uhr. Oh, was? Und die Ganesha ist auch wach. Ja, komm, dann geht doch mal frühstücken. Hier. Reste essen, Kuchenstück. Und was frühstückst du? Ja, oder Lachs-Sushi-Rollen. Also, ich bin fürs Kuchenstück. Ich will, glaube ich, lieber das Sushi-Stück essen. Okay, dann kriegt jetzt da der Gap, der kann Sushi essen in der Früh. Alle Kinder sind wach. Ist das kaputt?
Die Spülmaschine ist kaputt. Oh, stimmt. Das Wasser ist ausgelaufen. Das sieht man. Oh, unterm Teppich. Ja. Ja, dann muss er nachher den Handwerker rufen. Aber guck, niemand fühlt sich dazu berufen, aufzuräumen. Ich hab's direkt Wobei gesehen. Der Müllhaufen ist weg, ja. Oh, oh. Was? Hör auf zu essen. Ist gerade eben verdorben. Also dann nimm doch mal das Sushi. Ganesha hat sich nicht dann geweigert, das Sushi zu nehmen. Die Dings zu nehmen. Siehst du. Aber oh, jetzt los. Die Kinder sind alle genervt. Ja. So, ein Dreckshaufen hier. Wurden wir rein adoptiert? Ach nee, die wissen das ja noch nicht. Nee. Und die wurden nicht adoptiert. Vor. Die sind ja leibliche Kinder. Aber der eine. Ah, meine, jetzt nimm dir was zu essen. Drehen die aber Hallo. Durch. So, Ganesha schafft's. Oh, oh. Guck mal. Fein, so. Und auch du. Wo ist dir jetzt deine Sushi-Rollen? Sieht doch lecker aus. Ja. Oh, mit Gabel. Junge Dame. Das tut mir jetzt weh. Wieso? Ja, iss mal mit Stäbchen. Ach. Die armen Kinder müssen ja neben so einem Dreckskuchen essen. Ja, er hat ihn rausgeholt. Er hätte ihn auch eigentlich wegräumen können. Nein. Aber voll die verwöhnten Gören. Sushi zum Frühstück. Das musst du. Guck mal, die ist reinschaufeln. Rein zu schmecken. Ja, ich weiß nicht. Also mir schmeckt das nicht. Ich meine, es ist Gemüseding, weil die Beatrice, die ist zwar keine Vegetarierin, aber ihre Mutter war Vegetarierin. Und irgendwie kocht sie immer vegetarisch. Ich hatte das noch so drin. Das kann sein. Die ist ja so groß geworden. So, du darfst da oben dein Gemälde mal weitermalen. Die will noch irgendwas essen. Oder was will die machen? Ja, das ist von vorhin eingeloggt. Aber das hat ja nicht funktioniert. Ich habe es doppelt eingeloggt. Dann so hungrig, das Kind. Es. Aber in Sims 2, Sims 3 wird man ja auch nie dicker irgendwie. Also es ist, glaube ich, möglich, aber passiert Muss einfach ich nie. Stopfen. Bei Sims 4 bist du schneller dicker, wenn du... Bei Sims 2 auch. Bei Sims 2 geht das richtig schnell. Da hast du dauernd diese Transformationen. So, du kannst dann gleich mal Pfannkuchen servieren. Das haben zwar jetzt die anderen... Ah, wobei, nee, bevor du dann kochst, rufst du bitte noch den Handwerker an. Und du servierst dann Pfannkuchen. Und die zwei, die... Naja, wobei, Beatrice ist ja auch fast wach. Die können ja vielleicht noch... Die können ja vielleicht noch mal ein Baby machen. Im Sarg. Das hatten wir heute noch nicht. Vielleicht ist Bier. Nein! Aber der Wunsch muss erfüllt werden. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Vielleicht werden sie ja sowieso schon schwanger. Ja, das kann sein. So, Handwerker, komm! Um wie viel Uhr bekommen die Tantiemen? Um 8? Ich glaube um 8 oder 9. Ja, irgendwie so. Ja, dann spielen wir bis 8 oder 9. Oh, hier ist übrigens noch Post zu nehmen. Oh. Das musst du dann gleich nach dem Kochen auch machen. Nimm mal bitte die Post. Ach ja, ihre ganzen Bücher von gestern. Ach, stimmt. Ab in den Dschungel. Genau. Ab in den Dschungel. Ach, jetzt habt ihr gar nicht die Diskussion mitbekommen, die Post nicht aufgenommen hat. Ihr habt so viel nicht mitbekommen. Stimmt. Hallo. Sie hat ein Buch geschrieben, Ab in den Dschungel. Und ich habe Dschungel geschrieben. Und die Elena sagt, schreibt mir das nicht mit. Und so wie dann? Tja. Wir wissen es nicht. Die haben gesagt, wir googeln. Ich habe es ja schon wieder vergessen. Also so viel dazu, ja. Harald Hirsch ist ausgezogen oder umgezogen. Das ist der, den die Millie für Discordia, nein, Snowy Court aufgenommen hat. Nein, gebaut hat, so. Was macht Ingolf? Er spielt. Hier, Spiel auf dem Spielplatz. Er kocht. Er macht unseren PC kaputt. Er zockt noch ein bisschen. In Schule einschreiben. Wir könnten ihn auch in eine Privatschule schicken. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ist der nicht weg? Ja, der ist dann weg. Unterricht zu Hause. Aber nee, lass mal das. Ja, stimmt. Oder du kannst in Schule einschreiben. Ist das nicht mit dieser Mod, wo der dann zur Musikschule geht und dann geht er ins Theater und geht dann da in die Schule? Das war das.
Der geht, der bleibt bei dir wohnen, aber der geht dann ins Theater und baut dann eher die Fähigkeiten da auf. Echt? Das kann sein, weil irgendwann gibt es da schon, dass sie weg sind. Wir probieren es einfach mal aus. Das ist dann aber ins Internat. Das war das. Ja, stimmt. Er bleibt bei dir. Stimmt. Ja. Ja, genau. Bei dem Stadttheater. Cool, ich habe den Mod. Das wusste ich gar nicht mehr. Das geht bei Teenagern auch. Die können aber auch dann auf andere Schulen. Die können, glaube ich, auch auf die Wirtschaftsschule. Ja. Und, boah, ich weiß gar nicht, wo die noch hin können. Die haben mehr Auswahl auf jeden Fall als Kinder. Ja gut, ist auch irgendwo logisch dann, ja. Ja, klar. So, wir spielen jetzt noch 2 Stunden. Wo ist meine Toilette? Ah, die ist da hinten in der Nische. Aber dann braucht er auch ein Instrument. Welches Instrument soll er denn lernen? Er sieht aus wie ein Schlagzeuger. Gut. Das ist jetzt das Größte von allen war immer. So, Teddybär aus dem Zimmer raus, die Lampe ins Eck. Weg mit dem Teddybär, jetzt kommen die harten Sachen. Genau, jetzt. Oh nein, haben wir kein Geld? Doch, doch, aber ich dachte nämlich auch gerade, das müsste da hinten irgendwo sein, aber das ist es ja nicht. Das. Nein, ups, das ist was anderes. Kommt das vielleicht später mit einem Gibt's Eltern? Noch gar kein Schlagzeug? Gibt's auch kein Piano? Mm-mm. Oh, dann kann er ja nur Gitarre machen. Ja, er kann nur Gitarre lernen. Wie blöd. Naja, gut. Ja. Kriegt dann eine der Gitarre. Lernt jetzt erstmal Gitarre und später vielleicht dann. Vielleicht später. Aber siehst du, das sind dann so Sachen, die denkst du halt gar nicht. Ja. Aber kann das Kind auch noch? Doch, kann er hier. Mit Late Night vielleicht. Das kann sein. Ja, das wird sein, dass es mit Late Night kommt. Dann ist es aber das. Die nächste Generation. Also. Ach, bis dahin. Die übernächste. Nee, da lebt er nicht mehr. Ja, wobei, er könnte schon noch leben. Aber nicht mehr so, dass er jetzt relevant wäre. Aber schau mal, für ihr erstes Bild. Ja. Ist gar nicht so schlecht für ihr erstes Bild. Das stimmt. Das macht sich schön. Ist auch eine kleine Künstlerin. Guck mal, er spielt auch nicht so ganz peinlich in seinem Zimmer. Er geht direkt hier so. Er muss direkt zeigen, was er drauf hat. Genau, er weiß, was er will. Und er will, dass jeder weiß. Die Mami gleich an den PC und dann spielt er ihr schön vor. Die muss sich so voll konzentrieren im Hintergrund. Hör so, blam, 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 blam. Armes Kind. Papi ist da. Und Papi, was sagst du? Profi? Oh, er hört wirklich zu. Oh. Die hören alle zu. Der Yoshi-T-Shirt, wie gut. Ja. Ah, nee. Der spielt aber gut. Ja? Das musst du dir dann anhören, ja. Haben die vielleicht als Kinder schon, weil guck mal, sie hat doch jetzt auch schon Level. Ah. Ist das Level 1 oder Level? Sie hat Level 3. Siehst du, deswegen ist die schon. Aber so gerade gut, erst erreicht. Aber er hat noch keins, aber vielleicht kriegt er dann gleich, wenn er den ersten Punkt hat. Das kann sein. Hat der Xylophon gespielt als Kleinkind? Eigentlich schon, ja. Dann ist deswegen ist er so gut. Das kann gut sein, ja. Dann wird das schon stimmen. Oh, guck mal, alle gucken zu. Also so blöd finden die das nicht scheinbar. Ist immer gut. Aber ich find's gerade blöd, ich geh weg. Ja, gut. So, ist es endlich 9? Nee, also ich glaube, wir werden jetzt einfach mal springen, bis es 9 ist. Ja. Wobei, alles, was sie jetzt im Inventar hat an Gemüse, kriegt noch Emilio. Und den können wir nämlich gleich losschicken. Der muss verkaufen. Wir brauchen noch mehr Geld. Also wir kriegen gleich auch noch Geld, aber trotzdem. Wofür brauchten wir denn das ganze Geld? Was wollte ich denn kaufen? Ah ja, ich wollte die Steine schleifen. Was? Die Gardine im Wohnzimmer wolltest du noch kaufen. Oh, die hätte ich schon ganz vergessen. Ja, die wollte ich auch kaufen. Da hast du recht. Aber ich wollte auch Steine schleifen, glaube ich. Hier. Oh, falsch. Extra ihm alles gegeben. Genau, dann mit ihr. So, Obst und Gemüse verkaufen sind wieder 1600, die dann dazu kommen. Es lohnt sich, würde ich sagen. Voll. Bitte bring uns nicht die Rechnung. Post nehmen. Keine Ahnung, was das jetzt wird. Siehst, das meine ich. Es lädt so ewig, bis es fertig ist. Aber das habe ich auch. Ich drücke aber das ist. Ah, jetzt. So, es geht. So. Und was kriegen wir per Post?
Ach so, nochmal Bücher. Alles klar. Pflanzt einen Geldbaum vor Spenden. Nein. Da, 1675 haben wir jetzt bekommen. Das waren die Früchte jetzt gerade, ja. Ich würde sagen, ihr darf sich dort einfach mal hinsetzen und ein bisschen lesen. Mal gucken, vielleicht sind da ja irgendwelche interessanten Gestalten auf dem Grundstück. Ich habe das Gefühl, halb Sunset Valley ist ich? Von deiner Familie. Ah! Ja, Familie. Oder Discordia. Genau, es gibt sonst niemanden. Nee. Hallo Babsi, lange nicht mehr gesehen. Ja, kein Zombie, siehst du. Stimmt. Und hier ist sie nicht sogar noch dick. Oh, tschüss. Ja, sie wollte halt nicht. Aber ich habe ja auch ewig nach Elena gesucht. Stimmt. Weißt du, die noch erinnern kann. Ja, dann hast du irgendwann rausgefunden, wo ich arbeite und hast es einfach weggeklickt, weil du draufklicken können. Das habe ich dir. Tja. Das stimmt, das stimmt. So. Aber jetzt wird spannend. Wir haben 9 Uhr. Oh! Mein Auslandsbesuch ist hier. Hey, wieso bin ich da? Moment! Also Babsi, so meinen wir das jetzt nicht, dass wir dich schon lange nicht mehr gesehen haben. Sehr aufdringlich. Kamen die einfach her. Schau! Alle rein bitte, dann kommt die Babsi auch mit rein. Die Babsi war erst vorletzte Folge hier auf Besuch. Oh, ja, egal. Sie klingelt. Ich hab kurz gedacht, die geht einfach rein. Nee, die klingelt schon ganz brav. Aber dass unsere ausländische Besucherin da ist, wie geil. An der Tür. Was? Ein kaputtes Sisi an der Tür. Oh, stimmt, das fehlt. Das ist der Türkranz gewesen. Aber ich habe irgendwie noch keine Tantiemen bekommen. Dann ist es vielleicht 10 Uhr. So, du brauchst gar nicht weglaufen. Lustig, Grimasse schneiden. Warum können die eigentlich nicht flirten? Das war doch möglich. Bei der Emilio und die Beatrice haben das auch gemacht. Vielleicht hast du das nicht an bei Enders. Die Arme, die darf gar nicht ins Haus. Die durfte letzten Part schon nicht ins Haus. Die darf nur draußen sein. Nein, die muss draußen stehen bleiben. Erst wenn wir zusammen sind, kommst du ins Haus, Holdemaid. So, also. Wir haben sie jetzt einziehen lassen per Cheat, weil das irgendwie nicht möglich war, dass sie hier einzieht, beziehungsweise, ja. Also wohnt sie jetzt einfach mal hier und wir werden uns dann das nächste Mal darum kümmern, dass wir, weiß nicht, mal schauen, wie das mit den romantischen Interessen und so weiter ist. Aktuell ist sie ja noch verheiratet. Mal gucken, wie das noch wird. Aber im Dings stand letztens, dass sie Single ist. Das ja, aber jetzt ist sie wieder verheiratet. Also im Urlaub habe ich ja gesehen, dass sie nicht Single ist eigentlich. Aber ja, keine Ahnung. Mal gucken. Sims ist da nicht so ohne, wissen wir ja alle. Quasi. Aber es kamen immer noch keine Tantiemen und wir haben schon 10 Uhr. Ich glaube, das kommt erst am Abend, 18 Uhr oder so. Aber das kann man ja auch nachschauen irgendwie, warte. Naja, egal, das warten wir einfach nicht ab. Das gibt's nächste Folge. Und ich würde sagen, wir beenden das Ganze jetzt. Es war sehr schön, dass du heute dabei warst. Das war echt cool. Mal kein was Problem. Anderes. Und egal. Genau, lasst uns doch gerne mal in den Kommentaren eure Meinung da, was ihr zu der heutigen Folge so sagen wollt oder zu dem Fakt, dass ich mal nicht alleine war und Andi, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!